kann ich dann nämlich doch ein bisschen eine größere Bahn bauen. Das Thema Kartbahn hier in Deutschland, dass die immer teurer werden, das hatten wir, glaube ich, schon besprochen, ne? Beziehungsweise gleicher Preis und weniger Fahrzeit. Beziehungsweise, dass überhaupt Kartbahnen irgendwie mittlerweile doch eher selten. Gesät sind. Also bei uns haben ziemlich viele dicht gemacht, aber wie gesagt, ich glaube, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge thematisiert. Daher werde ich da jetzt mal nicht wieder groß drauf rumhacken. Kann man halt nur sagen, ist halt so, ne? Obwohl Kartfahren ist schon geil. Kartfahren fetzt. Wir hatten mal irgendwo vielleicht 20, 30 Kilometer entfernt, hatten wir mal eine Kartbahn, die war so dermaßen geil, also wow. Da bin ich richtig gern gefahren, aber wie gesagt, auch schon wieder geschlossen seit. Lass mich lügen. Zehn Jahre könnten es bestimmt schon sein. Aber die hatte halt so eine schöne, elendig lange Gerade. Und wenn man anguckt, wie so andere Kartbahnen aussehen, wo es dann immer bloß irgendwie Linkskurve, Rechtskurve, dann mal 5 Meter gerade, wo man kaum auf Geschwindigkeit kommt. Da brauche ich ehrlich gesagt auch gar nicht fahren dann. Also ein bisschen auf Speed sollte man schon kommen. Aber ich habe es auch auf YouTube mehr oder weniger zufällig was gefunden, was wahrscheinlich noch geiler ist als Kartfahren. Und zwar solche, also ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, solche Luge, also Luge geschrieben, L-U-G-E. Solche, so eine Art Bobbahn oder so eine Art Sommerrodelbahn, sag ich mal, in so einer Betonrinne. Oder sagen wir mal präziser, so eine Art Betonstraße. Und dann hat man wie so eine Art, kennt ihr diese Catcar-Teile noch? Und mit sowas fährt man dann dort runter. Das ist ja geil. Habe ich ein Video gesehen von einem irgendwie in Calgary, Kanada. Ist sowas. Wow, das fetzt. Sowas hätte ich auch gerne in Deutschland. Auf jeden Fall. Aber ich habe dann auch mal auf der Webseite geguckt nach den Preisen. Und da habe ich so gelesen, naja, eine Fahrt 13 kanadische Dollar. Da habe ich dann auch einfach so gedacht, okay. Aber ich glaube, ich würde es machen. Wenn ich dort wäre, würde ich das Geld. Geht das schon wieder kaputt? Das klingt doch schon wieder so komisch. Ja. Fehlfunktion bei Überprüfung. Okay. Komischer Fehler. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. War kein geil irgendwie, ne? Aber ich glaube, das Riesenrad dreht sich auch jetzt gleich immer schneller, ne? Fetzt. Die armen Leute. Ach komm, hier muss auch mal ein kleiner Huckel rein. Wenn die immer bloß so gerade fahren, ist ja auch langweilig dann. Jetzt hier, guckt euch das an, wie das springt, das Riesenrad. Ist das nicht geil? Quatsch, das Karussell ist das nicht geil. Guckt euch das an, herrlich. Ich hab das. Oh, kein Geld mehr. Ich glaube, das ist der fetzigste Defekt, den eine Attraktion haben kann im ganzen Spiel. Guckt euch das doch mal an, Leute. Würdet ihr auf sowas mitfahren? Was so wackelt. Kommt jetzt mal einer und repariert das. Sonst kotzen die Leute dort noch rum. Ach, da ist schon einer. Jetzt ist es wieder ganz. Ach, herrlich. Das ist auch so eine Sache. Da haben sich die Programmierer was Nettes einfallen lassen, auf jeden Fall. So, ach ne, kann ich noch gar nicht aufmachen. Ich muss jetzt mal die Buden wegreißen. Also wie gesagt, so eine Bahn, wie ich gerade gesagt habe, in
Kanada, Calgary, müsste es in Deutschland auch geben. So eine Luke oder Lutschbahn oder wie auch immer man das ausspricht, ist mir eigentlich Wurst. Fände ich fetzig, würde ich auch fahren, würde ich sogar 10 Euro oder sowas für eine Fahrt bezahlen. Nicht, wenn man dort 4, 5 Kilometer den Berg runter mit geiler Aussicht, das wäre, würde ich begrüßen. Aber ich habe auch schon mal überlegt, wo man hier bei mir in der Region sowas bauen könnte. Mir fallen gar nicht solche langen Hänge ein. Oder solche großen Hänge, wo man sowas reinbauen könnte. Und wenn, dann gibt es dann wieder irgendwelche grünen Spinner, die dann wahrscheinlich wieder dagegen protestieren. Achso, hier kann ich ja keinen Zaun bauen, das ist natürlich blöd. Ich glaube, ich schmeiß vielleicht mal den Link zu dem Video, was ich da gesehen habe. Wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich das unten mal in die Videobeschreibung mit rein. Oder halt, ihr googelt mal selber nach Calgary Skyline Lodge, heißt das. Und da seht ihr dann, was ich meine. Was das für eine feine Sache ist. Das sind immer so die Sachen, wo ich da auf diese nordamerikanischen Staaten ein bisschen neidisch bin. Na gut, auf Kanada kann man ja so oder so immer neidisch sein, weil es ist ja schließlich das bessere Amerika, das bessere Nordamerika. Obwohl, wenn ich mal da diesen Harper angucke, na gut, das gehört nicht her. So, und jetzt machen wir erstmal eine Werbekampagne, damit hier mal ein paar Leute reinkommen. Freie Fahrt machen wir nicht. Wir machen Werbung für den Big Dipper, beziehungsweise Freifahrt auf den Big Dipper. Halber Eintrittspreis in den Park, da werden wir natürlich nochmal den Eintrittspreis erhöhen. Ich mache gleich mal hier 40. Ganz hemmungslos. Und dann Werbekampagne für die Beach Racer. So, steigt die Parkwertung? Ja, geht ein bisschen nach oben, nähert sich da 600 langsam. Und wie viele Besucher brauchten wir gleich nochmal im Park? 750. Sollte auch machbar sein. Ein bisschen Theming hier, guckt euch das mal an, schreibt es mal unten in die Kommentare, wie euch dieses Theming gefällt, oder ob es kacke aussieht. Ich finde es eigentlich ganz nett. Wobei nett ja bekanntermaßen, wie sagt man, der kleine Bruder von Scheiße ist oder sowas. Ach, das ist wieder mal ein Szenario, was Spaß macht und nicht so wie dieser hier Razor Rocks Mist, wo man so lange warten muss, bis man dann mal eine Achterbahn bauen kann. Und hier kann man einfach frei bauen, wie man lustig ist. Das Geld muss natürlich dazu reichen, ohne Frage. So, wie sind jetzt die ersten Gedanken? Ja, Rutsch in die Ewigkeit, ja Gott, da, das ist halt so. Was kam jetzt für eine Attraktion mit rein? Habe ich nicht aufgepasst. Endschienenachterbahn. Ach, sowas bauen wir, glaube ich, auch nicht wirklich. In meinen Augen. Huch, was war das? So, kommen hier ein paar Leute an jetzt. Hoffentlich haben die Zeug mit. Nichts. Naja, da kannst du aber auch 40 Mark Eintritt abdrücken. Wenn du in meinen tollen Park wirst. Die haben alle gar nichts. Hier muss doch jemand irgendwie was haben mit einem Gutschein. Oder die kommen wahrscheinlich erst hier hinten. Hier kommen jetzt plötzlich die Massen an. Nichts. Trägt nichts. Kann man eigentlich auch so interpretieren, dass die nackt rumlaufen. Wenn man es genau nimmt. Na gut, 20.000 Schulden haben wir. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. Wobei man die Zinsen, die hier anfallen kann, die kannst du eh in der Pfeife rauchen. Und Big Wheel kaputt.
Na, so schlecht sieht das doch ja nie aus. Das Theming. Da habe ich schon Schlechteres gebaut. Gerade in meiner Anfangszeit des Spiels, als ich das Spiel noch neu, also noch gar nicht so lange gespielt hat. Da habe ich immer bloß hingerotzt, sag ich mal. Und noch ein bisschen immer mehr Theming. Big Dipper kaputt. Was ist denn da? Haltvorrichtungen öffnen nicht. Das ist natürlich ärgerlich, aber man kann es nicht verhindern. Oh, jetzt sackt die Parkwerke wieder nach unten. Mensch, was kann ich denn da machen? Egal, wir gucken erstmal hier bei den Erträgen rein. Oh, die Eintrittsgelder sind aber schon deutlich, haben schon deutlich zugenommen durch die Werbung. Verdoppelt, mehr als verdoppelt sogar. Und dann gucken wir erstmal bei den Erträgen rein. Am meisten der Beach Racer. Big Wheel macht Minus. Obwohl Leute mitfahren. Ich möchte raus aus Dings. So viel bezahle ich nicht für Big Wheel. Okay, 50 Cent und dafür gibt es bloß eine Fahrt, also insgesamt kostet das immer noch genauso viel wie vorher, wenn man es so sieht. Getränke, ja, vom Fritz macht Minus, eine Mark. Boah, die Parkwertung sinkt ab, was ist denn hier los? Verstehe ich ja überhaupt nicht. Wie viel bezahle ich nicht für Big Dipper? Okay, ich gehe mal runter auf 4 Mark. Komme ich euch mal ein bisschen entgegen. Wollen alle was Aufregenderes als Twister erleben? Dabei, Twister ist doch gar nicht so eine schlechte Attraktion. In meinen Augen. Das kann man doch, ist doch durchaus fahrbar, der Twister. Also für mich natürlich nicht, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Zuckerwatte gibt es als nächstes. Ich muss jetzt hier noch ein paar mehr Rasenmäher einstellen. Das sieht ja furchtbar aus hier. Teilweise. Ach Quatsch. Ach, jetzt hat er gar keinen Auftrag mehr. Ich bin doch blöd. Warum mache ich denn sowas? So. Jetzt haben wir 5 Leute, die nur Rasen mähen. Das müsste eigentlich... Müsste lang in meinen Augen. Dann stellen wir jetzt nochmal einen Security-Menschen ein. Und am Eingang hier so ein Entertainer, der die Leute bespaßt. Vielleicht hier noch einen vor der Rutsche. Achso, da sieht man jetzt gar nicht den Weg. Als Tiger. Dann hier hinten. Noch einen als Elefant. Und da ist der Zuckerwattestand fertig. Und jetzt geht auch die Parkwertung nach oben ein bisschen über 600. So wie es sein soll. Oh, die Warteschlange bei den Beach Racern ist voll. Was habe ich hier gar keinen Platz für? Popcorn. Ah, da muss hier halt mal ein Baum dran glauben. Zuckerwatte meine ich natürlich. Wie komme ich jetzt auf Popcorn? Weiß ich gerade selber nicht, warum das so ist. So. So, dann speichere ich nochmal. Juli sind wir erst Ende Juli.